zusammen. Mein Name ist André Thümmer. Ich bin Geschäftsführer vom Fitnesscenter Vintifit in Winterthur. Wir sind da schon recht lange mit einem Fitnesscenter auf dem Markt, betreuen da sehr viele verschiedene Sportler, auch unter anderem sehr viele Radsportler. Und aus diesem Klientel ist auch ein Trainingsprogramm entstanden, wie man sehen kann, Krafttraining im Radsport, zu dem ich jetzt ganz gerne ein paar theoretische Ausführungen machen möchte und anschließend natürlich auch in der Praxis dann noch ausführlicher. Wenn man Krafttraining für Radsportler anbietet, dann muss man klar sagen, dass die reine spezifische Kraft eigentlich nur auf dem Rad trainiert werden kann. Dazu muss ich halt lange Bergpassagen fahren. Man sieht da diese Unterteilung zwischen K1, K2 und K3, was die verschiedenen Intensitäten am Berg dann angeht. Letztendlich ist das die spezifische Kraft und die allgemeine Kraft, die holt man sich eben im Krafttraining. Und da muss man sagen, dass die Maximalkraftleistung eigentlich die Mutter aller Kraftleistungen ist. Obwohl natürlich der Radsport eine Kraftausdauersportart ist, hängt diese Kraftausdauer aber sehr stark von der Maximalkraft ab. Und wenn ich die Maximalkraft verbessern möchte, dann gibt es da verschiedenste Trainingsmethoden dafür. Hier sind einige aufgelistet. In der Regel würde man trainieren mit etwa 8 bis 10 Wiederholungen und in einem Intensitätsbereich bei 85 bis 90% der maximalen Leistungsfähigkeit. Es gibt andere Systeme wie ein Pyramidensystem, wo ich eine absteigende Anzahl von Wiederholungen durchziehe und dabei auch die ansteigende Intensität beachten muss. Und dann gibt es noch Sonderformen, wie zum Beispiel so ein sogenanntes Negativtraining, wo man sogar mit der Last auf über 100% geht. Letztendlich das aber nur empfehlen kann bei Leuten, die schon ein sehr, sehr gutes Krafttrainingsniveau mitbringen. Das reine typische Kraftausdauertraining, die man so kennt, mit vielen, vielen Wiederholungen und leichten Gewichten, führt eigentlich nicht zu einem guten Effekt, da ich eigentlich sowieso nicht die Anzahl an Umdrehungen, die man auf dem Rad halt vollziehen muss, simulieren kann an der Kraftmaschine. Okay, dann gibt es ein paar Grundgedanken, die wie ich mir gemacht habe aufgrund der Übungsauswahl. Also warum komme ich letztendlich zu solchen Übungen, die wir am Ende dann sehen. Zum einen ist es so, dass wenn ich Kraftmaschinen einsetze, diese den Vorteil haben, dass diese sehr geführt sind und damit natürlich auch ermöglichen, eine sehr hohe Last zu bewegen. Auf der anderen Seite hat es aber auch einen Nachteil, denn je mehr geführt die Bewegung ist, desto weniger Ansprüche werden an die Koordination gestellt. Okay? Deswegen, im Gegensatz dazu, gibt es bei freieren Übungen mit Gewichten oder Kabelzügen natürlich viel höhere Ansprüche an die Koordination. Aber je komplexer das wird und je freier das wird, desto weniger hoch ist die Last, die ich dann letztendlich bewältigen kann. Und darum braucht es natürlich in einem Trainingsprogramm eigentlich beides. Was auch zu sagen ist, was man sehr, sehr, sehr oft in Zeitschriften oder Büchern sieht, wo dann immer nur Übungen gezeigt werden, die mit dem eigenen Körpergewicht gemacht werden, die sind natürlich okay, aber die sind nicht ausreichend, um eine Maximalkraftsteigerung hinzubekommen, weil die einleitende Last dann einfach zu klein ist. Es gibt zwei Ausnahmeübungen und das wären die klassischen Liegestütze oder ein freier Klimmzug, wo das eigene Körpergewicht reichen würde. Aber alles andere, gerade im Beinbereich, wäre nicht ausreichend. Okay, die nächsten Gedanken zu der Übungsauswahl ist es so, dass wir eigentlich Übungen suchen, die eine vollamplitudige Bewegung ermöglichen, also das Gelenk über den anatomisch möglichen Rahmen vollständig belasten. Und das hat den Vorteil, dass zum einen eben Kraft in allen Gelenkswinkeln entwickelt wird und nicht nur in einem kleinen Ausschnitt. Gleichzeitig werden alle passiven Strukturen, das heißt Knorpel, Sehnen, Bänder, Knochenstrukturen, ja auch belastet und eben auch gerade in dieser vollamplitudigen Belastung auch dann da kräftiger und belastbarer gemacht. Danach auch nochmal erwähnt, es gibt ja sehr viele isometrische, das heißt statische Rumpfübungen, Halterumpfübungen. Die sind zwar recht einfach auszuführen und können sicherlich auch ein Bestandteil des Trainings sein, aber die reichen natürlich eben aus diesen oben genannten Gründen dann nicht aus für ein umfängliches Krafttraining. Nummer 3. Letztendlich kann ich zwei Ziele verfolgen mit einem Krafttraining. Entweder ich will die Leistung steigern oder ich will präventiv und ausgleichend arbeiten.
Wenn ich leistungssteigernd trainieren will, dann muss ich natürlich im Trainingsprogramm alle Muskeln integriert haben, die den Vortrieb gewährleisten. Die sehen wir dann gleich noch. Gleichzeitig muss ich auch Muskeln des Rumpfes kräftigen, weil natürlich, wenn ich in der Mitte nicht stabilisieren kann, kann ich auch die Kraft, die von unten kommt, nicht entsprechend weiterleiten. Oder ich arbeite eben präventiv. Das bedeutet, ich beziehe gerade die Muskeln ins Training ein, die gerade im Radsport eben sehr wenig Beanspruchung finden. Zum Beispiel die ganze Schultergürtelmuskulatur, zum Beispiel die Bauchmuskulatur. Okay, vierter Grundgedanke. Letztendlich geht es für den Radsportler ja nicht darum, eine möglichst hohe Kraftleistung an irgendeinem Kraftgerät zu erzielen, sondern es geht darum, die Kraft, die ich gewinne, letztendlich auf dem Rad umzusetzen. Und darum muss man im Laufe eines Trainingsprozesses dafür sorgen, dass die Übungsauswahl auch so ist, dass ich von einem Einfachen zum Komplexen gehe, also erstmal mit einfachen Übungen die Grundkraft, die Maximalkraft erhöhe und das gleiche nachher immer wieder in schwierigere Übungen fortführe. Genau. Dann resultieren aus diesen Grundgedanken letztendlich diese Übungen hier. Die betreffen dann letztendlich die Kniestreckung und die Kniebeugung, sprich Vorderseite und Rückseite vom Oberschenkel. Das betrifft das Hüftstrecken und das Hüftbeugen, wäre der Hüftbeuger oder eben das Gesäß die Hüftstreckung und letztendlich auch Schienen- und Wadenbeinmuskulatur. Das sind sehr geführte und einfache Übungen. Die darunter stehen, sind dann schon ein bisschen komplexer. Eine einbeinige Kniebeuge, was in etwa den Druck des Pedals simulieren soll. Eine beidbeinige Kniebeuge ist eine sehr komplexe Übung, die wir in der Praxis auch gleich noch gut durchbesprechen werden. Und Aufsteiger ist eine spezielle Übung, wo Gleichgewicht unter Kraftbedingungen gefordert wird. Das wäre ein Teil. Und der zweite Teil abschließend würde dann mehr noch die Wirbelsäule betreffen. Und zwar alle Muskeln, die die Wirbelsäule bewegen und auch stabilisieren, sollen dabei erfasst werden. Und dann geht es darum, dass ich erstmal eine möglichst vollamplitudige Beugung und Streckung der Wirbelsäule trainiere, das gleiche auch mit einer Seitneigung kombinieren kann und auch mit einer Rotation. Das kann man machen mit gewissen Übungen. Wenn ich isometrische Bauchübungen dazu nehme, dann sollten die unter erschwerten Bedingungen sein. Das hier ist etwas, wo noch Gleichgewichtskomponenten dazukommen. Und dann eben, wie ich eben schon erwähnt habe, ergänzende Übungen des Schultergürtels, zum Beispiel für die Brustmuskulatur oder auch für die sogenannte Schulterblattzentrierung. Das bedeutet, dass gerade zum Beispiel Verspannungen im Nackenbereich, im Problem in der Halswirbelsäule oft dadurch zustande kommen, dass die Muskeln, die das Schulterblatt nach unten und nach hinten ziehen, weniger kräftig sind als die Muskeln, die nach vorne und nach oben ziehen. Dem muss man dann gegengleichen.